habe nur einen Kasten gekriegt. Ey, schön, aber ich kann nicht. Ey, wir haben einen Termin. Ey, ich gehe ins Freibad. Ich habe einen Slot. Ich habe einen Slot um 15 Uhr. Ich muss los. Was hast du gekriegt? Einen Slot. Ich kann rein. Du musst dich online anmelden und dann darfst du anderthalb Stunden in das Freibad rein schwimmen. Weißt du, ich meine. Hast du schon mal aufs Wetter geschaut? Ist doch scheißegal. Wenn es schneit, hättest du auch ins Freibad gehen. Na klar, ey. Warum? Ich habe einen Slot. Dann kann man jetzt nicht mehr einfach wie früher ins Bad gehen, kauft sich eine Karte, geht hin, legt sich auf die Wiese, schwimmt, macht man nicht mehr. Na, du musst dich online anmelden, ne? Da musst du dich komplett vermummen. Also ist das deine Ganzkörpermaske? Das ist ja totaler Krampf, was du da machst. Jetzt machen wir es mal den Madi. Ich muss los. Jetzt schon Bock ans zu trinken. Hey, aber die gibt es nicht mehr, die sind total gefragt. Aber Freibad. Jetzt habe ich mir extra heute frei genommen. Schon mal, eigentlich wäre das Freibad ja seit 1. Mai offen. Es ging ja nicht. Wie im Corona. Ne? Und jetzt geht's wieder. Kein Mensch geht doch bei dem Wetter ins Bad. Du brauchst doch keinen Slot. Scheißegal, welches Wetter. Ich war noch nie im Freibad im Wasser. Warum? Da hocke ich mich rein, treffe mich mit meinen Kumpels, trinke ein paar Bier und abends um 8 Uhr, wenn es Freibad zumacht, gehe ich wieder heim. Da fällt jetzt nicht auf, dass da ein Fehler im System ist. Es ist arschkalt. Welcher Fehler? Wir haben die Schafskälte und der Rindviech rennt ins Freibad. Aber ich habe einen Slot. Es ist Sommer, es ist auf dem Kalender quasi. Es ringt gleich. Sommer. Und dann willst du ins Freibad? Na, ich nicht. Doch. Ich wollte jetzt dann trinken, weil deswegen treffen wir uns. Du denkst da bloß an Saufen. Na? Doch. Wenn es gefroren wird, hättest du jetzt da rein springen. Im Juni friert es doch nicht. Hör auf. Die Eismänner? Die Schafskälte? Hm? Ja? Kann da alles passieren? Was man nicht? Ja, ist aber nicht. Es ist ja 15 Grad. Du bist immer so positiv, oder? Ja, du schaust nicht einmal aufs Thermometer. Ich freue mich total. Ich freue mich total. So ein Schwachsinn. Ich kann ins Freibad. Ne, mit der Maske halt natürlich dann, ne, musst halt bis zum Becken ran, musst mit einer Maske laufen und so vermummt. Ja, und dann läufst du so ganz so inkognito, ne, läufst du dann da durch und dann springst du schnell ins Wasser und dann musst du im Kreis. Dann musst du im Kreis schwimmen. Das ist total geil, ey, im Kreis schwimmen. Da wärst du doch schlecht. In der Bahn schwimmst du im Kreis. Ja. Das heißt, beim Wenden musst du nach unten rum oder hinten rum oder wie wendet man denn da? Rechts rum. Links rum. Linksverkehr. Was mache ich denn in dem Nichtschwimmerbecken? Schwimme ich dann nicht im Kreis? Dann laufe ich im Kreis, oder was soll das? Du kannst auch am Rad drehen, glaube ich. Ich kann auch am Rad drehen. Ja, du gehst da ins Nichtschwimmerbecken und genau, dann dreh ich am Rad. Am Rad. Aber es gibt also im Kinderbereich, was machst du denn im Kinderbereich? Wenn du jetzt ins Planschbecken, da wo die kleinen Kinder reinbingeln, ja. Da schwimmt man ja nicht drin. Das ist nicht mehr so schlimm, weil es dürfen nur noch 15 Kinder gleichzeitig reinbingeln. Dann wird es nicht mehr ganz so warm, das Wasser. Das heißt, selbst jetzt, wo es es ist ein nicht beheiztes Kinderbecken dann, weil keiner reinbingelt. Alter, komm, das kann so nicht ernst sein. Nein, komm, jetzt gehen wir. Gehen wir miteinander? Ja. Also haben wir Bangs.